Irland, die grüne Insel weit im Westen Europas. Gerade mal ein Viertel so groß wie Deutschland. In jeder Himmelsrichtung überraschen die Küsten mit ihrem Charme. Im Süden Irlands schafft der warme Golfstrom eine fast mediterrane Atmosphäre. An der irischen Riviera gibt es einsame Fischerhäfen und die einzige Seilbahn des Landes. Hier ist die Heimat des letzten irischen Eichenwaldes und seines Retters. Am Meer und auf den Inseln leben besondere Menschen mit außergewöhnlichen Geschichten. Die westlichsten Punkte Europas gehören zu Irlands Süden. Die Grafschaften hier beherbergen Pflanzen aus aller Herren Länder und eine Fülle von Legenden. So auch im County Cork mit dem kleinen Ort Blarney. Das gleichnamige Schloss birgt vielleicht die Erklärung, weshalb die Iren so gute Geschichtenerzähler sind. Paul O'Sullivan weiß mehr darüber. Jeden Morgen macht er sich auf den Weg zu seiner weltweit einzigartigen Beschäftigung, für die er besondere Fähigkeiten benötigt. Man muss ziemlich stark sein und beweglich. Und man muss sehr höflich sein und leicht mit Menschen ins Gespräch kommen. Gut 2000 Jahre alt sind diese Dolmen, an denen keltische Druiden ihre Rituale vollzogen. Der Garten von Blarney Castle steckt voller Mysterien. Wer die Stufen der Wishing Steps mit geschlossenen Augen rückwärts herunterläuft, hat einen Wunsch frei. Pauls täglicher Hindernisparcours. Ich wünsche mir, dass viele Menschen heute küssen. Seit 1446 besteht Blarney Castle in seiner heutigen Gestalt. Es ist ein Symbol des frühen Widerstands der Iren gegen die Engländer. Nicht zuletzt, weil dort oben das Geheimnis der Sprachgewandtheit liegen soll. Über uns liegt mein Arbeitsplatz. Jetzt muss ich mich an den Aufstieg machen. 108 Stufen führen Paul dort hinauf. Als die englische Königin Elizabeth I. das Schloss übernehmen wollte, erfand der irische Eigentümer immer neue Ausflüchte. Er redete und redete und verzögerte so die Übergabe. Der Legende nach liegt hier oben am Wehrgang das Geheimnis dieser Eloquenz. Paul wird schon erwartet. Wer ist der Nächste? Ich. Nehmen Sie Platz. Wie geht es Ihnen? Gut. Legen Sie sich bitte für mich hin. Dann greifen Sie nach den beiden Stangen hinter Ihnen, kippen Sie den Kopf nach hinten, rutschen nach hinten und küssen. Ich halte die Leute, während sie den Stein von Blarney küssen und dabei die Gabe der Eloquenz bekommen. Stoneholder heißt daher seine Tätigkeit. Der Nächste bitte. Legen Sie sich bitte für mich hin. Greifen Sie nach den beiden Stangen hinter Ihnen, rutschen nach und küssen. Dahinter steckt eine uralte Legende aus den ganz frühen Zeiten des Schlosses. Das hier unten ist der Stein von Blarney. Er war ein Geschenk für den König des Schlosses. Eine Hexe sagte dem König, der Sprachschwierigkeiten hatte, wenn er diesen Stein küsst, verleihe ihm das die Gabe der Eloquenz. Ich werde ein flottes Mundwerk kriegen. So mancher will das nach dem Kuss sofort unter Beweis stellen. Kippen Sie nach hinten, reinrutschen und den Stein küssen. Einige rezitieren Gedichte, andere fangen an zu singen oder reden einfach profanes Zeug. Es ist ganz unterschiedlich, was die Leute machen, wenn sie aufstehen. Dankeschön, genießen Sie den Tag. Als ich herkam, hatte ich keine Stimme. Und jetzt? Ich glaube, ich kann singen. Kopf über den Blarney-Stein zu küssen, ist nicht für jeden einfach.
Da hatten wir einige Erlebnisse. Leute, die ihre Perücke verloren haben. Andere kriechen auf dem Boden entlang, weil sie nervös sind. Dann reden wir ihnen gut zu, dass sie versuchen sollen, den Stein zu küssen. Behutsam versucht Paul, die Angst zu nehmen. Täglich kommt er mit vielen Menschen in Kontakt. Das hängt von der Jahreszeit ab. Im Sommer helfe ich bis zu 2000 Leuten, im Winter immerhin noch mehreren hundert. Und alle wollen sie küssen. Manche nennen den Blarney Stone daher auch die unhygienischste Attraktion Irlands. Schmeckt ganz gut. Die Iren sind bekannt für ihre Scherze und dafür ein bisschen verrückt zu sein. Das Steinküssen passt dazu. Wir können mit jedem gut reden. Es ist schön, jeden, der herkommt, ein bisschen irisch zu machen. Die englische Königin war vom Gequassel des Schlossbesitzers jedenfalls total genervt. Was für ein Blarney, rief sie aus. Und so nennt man im Englischen bis heute das, was im Deutschen bla bla heißt. So jedenfalls geht die Legende. Die Küste Südirlands wird vom warmen Golfstrom umschmeichelt. Wie eine natürliche Heizung schafft die Meeresströmung ein ausgesprochen mildes Klima. Dennoch, auf den schroffen Felsen gedeiht nicht viel. Mühsam klammern sich Stechginster oder Heidekraut am kargen Untergrund fest. In den vielen Naturhäfen, wie hier in Castle Townsend, zaubert der milde Golfstrom dagegen eine fast mediterrane Atmosphäre. Auf einer der Halbinseln des Südens liegt Durres. Hier wuchern die Pflanzen. Als Fanny Rose vor über 20 Jahren mit ihrem Mann dieses Grundstück kaufte, waren die Felsen noch so kahl wie ringsum. Heute ist Kilrovock Garden einer der spektakulärsten Landschaftsgärten der irischen Südküste. Viele Tonnen aufgeschütteter Erde schufen ein beinahe subtropisch anmutendes Paradies. Femi ist Gärtnerin aus Leidenschaft, die fast alles genau plant. Meistens. Ich bin ein bisschen wie ein Eichhörnchen, das vergisst, wo es seine Nüsse versteckt. Nur vergesse ich, wo ich Zwiebeln gepflanzt habe. Diese hier hat sich gestern geöffnet und dann wusste ich wieder, weshalb ich sie gekauft habe. Es war eine Überraschung, als diese dunkelblaue, samtige Iris erschien. Der letzte Winter war aber ausnahmsweise richtig kalt. Ehemann Malcolm bessert die Schäden aus. Wie läuft's? Ganz gut. Nach dem Frost ist der Beton aufgebrochen. Einige der Mosaikglassteine haben sich losgelöst und ich muss sie wieder ankleben. Auch viele exotische Pflanzen mochten den strengen Winter nicht. Wir hatten Schnee, der 2 Wochen tiefgefroren liegen blieb. Daher haben wir eine Menge Pflanzen verloren. Ersatz muss also her. Im Kühlschrank lagert Femi den Nachschub für den Garten. In Form von Samenkörnern. Manchmal zum Leidwesen von Malcolm. Er murrt schon wieder in sich.